ein paar wichtige Themen noch für heute. Warum man für Yoga Schauspielerfähigkeiten oder Talente braucht? Habt ihr vielleicht eine Ahnung? Ja. Ich habe angefangen zu lesen, hilf mir zu übersetzen, Sutra Lotosa Blagova Zakona. Ну я, aber уловки, ja, kann schon sein, aber ich will auf was anderes hinaus, okay, aber es hat auch Grund zu existieren. Genau, genau. Es gibt das Lotus Sutra, das stammt aus dem Buddhismus, man sagt so eins der grundlegenden Schriften im Buddhismus, das Lotus Sutra heißt es. Und dort unterrichten die Bodhisattvas und Buddhas über, na, уловки auf Russisch, über Täuschungen oder Verlockungen oder solche Sachen. Also man spielt eine Situation sozusagen vor oder man spielt eine bestimmte Art von Mensch vor, um den anderen eine Lektion, sage ich mal, zu erteilen. Zum Beispiel wird da eine Geschichte erzählt, dass ich erzähle mal eine Geschichte, dass jeder weiß, worum es geht, aber wir driften ein bisschen vom Thema weg, aber vielleicht ist das auch aktuell. Da wird über eine Geschichte erzählt, dass, stellt euch mal vor, ein alter Mann hat drei Kinder. Und alle drei Kinder sitzen in einem Haus und spielen dort und spielen so lange und sind so verspielt und merken nicht, dass das Haus eigentlich langsam beginnt auseinanderzufallen, die Balken morsch werden und fallen von der Decke runter und irgendwann früher oder später wird das Haus auch angezündet und es steht schon längst in Flammen. Und verschiedene schreckliche Tiere hausen in dem Haus rum und die Kinder merken das nicht, weil sie so verspielt sind, merken nicht, in welchem Zustand sich das Haus befindet. Und es halt brennt und brennt immer weiter. Und der Vater weiß sich nicht besser zu helfen, als sie einen Trick einfällt, Olofke vielleicht Trick sozusagen, dass er sich einen Trick einfällt, die Kinder rauszulocken und sagt, ich habe für euch schöne Spielsachen gekauft, das ja aus der buddhistischen Tradition ist. Sagt er, ich habe einen Wagen mit, glaube ich, Widern vorgespannt. Also ich habe einen Wagen für euch zum Spielen da draußen. Dann habe ich einen Wagen für euch mit Hirschen vorgespannt. So einen schönen Wagen geschmückten und einen Wagen mit Ochsen, glaube ich. Also der beste und größte Wagen wäre dann mit Ochsen. Und da die Kinder sehr gerne mit diesen Wagen spielen und sozusagen, und aber jedes Kind etwas anderes haben wollte, zum Beispiel einer das mit den Widern, einer das mit den Hirschen, einer mit den Ochsen, sind sie aus dem Haus rausgelaufen. Ansonsten, also sonst könnte er sie nicht rauslocken. Und dann haben sie erst später gesehen, dass das Haus tatsächlich in Flammen war und statt Hirschwagen und Widerwagen dort zu sein, hat er für alle drei so einen Wagen mit Ochsen vorgespannt, als Geschenk gegeben. Und diese drei Wege beschreiben die drei Wege im Buddhismus, also das Hinayana, Mahayana und Vajrayana, also vier unterschiedliche Richtungen. Im Grunde genommen sind alle drei Wege für unterschiedliche Menschen, also die Menschen, die eher am Anfang stehen und am Anfang in der Entwicklung, wie man das versteht, ist das Hinayana oder der kleine Wagen, wird auch so übersetzt, der kleine Wagen. Dort ist die Ideologie oder die Idee dahinter, dass man das Nirvana erreichen soll. Also das ist das Hinayana. Und alle praktizieren Yoga, sage ich mal so, und andere geistlichen Praktiken mit der Absicht, um für sich Befreiung zu oder für sich Erleuchtung zu bekommen. Dann merkt man aber durch eine andere Geschichte im Lotus Sutra, dass dieses Nirvana nur ein Gespensterschloss ist, weil in einer anderen Geschichte wird ein anderer Trick oder Olofka erzählt. Also das ist klar, warum. Er hat sie ein bisschen getäuscht, weil hätte er für alle diesen Ochsenwagen vorgespannt und rausgegeben als Geschenk, wären nicht alle rausgelaufen, die Kinder. Und dieses Haus symbolisiert ja unsere Welt, die jetzt nicht in einem so guten Zustand ist. Aber um die Menschen hier rauszuholen, auf den Entwicklungsweg zu schicken, braucht jeder eine andere Herangehensweise und eine andere Idee. Und in der anderen Geschichte wird erzählt, dass ein
Führer ein Volk hinter sich führt und eine Gruppe von Menschen über sehr weites, langes Land. Und die Menschen sind müde und erschöpft und fragen ihren Führer, wann kommen sie endlich an. Und dann sagt er oder lässt durch seine mystischen Fähigkeiten ein Geisterschloss oder ein Geisterhaus, ein großes, erschaffen und sagt: Hier, wir sind am Ziel angekommen, ihr könnt euch hier ausruhen und Pause machen. Und alle, die mitgewandert sind, ruhen sich in diesem Schloss aus und in diesem Haus. Und am nächsten Tag lässt er alles verschwinden und sagt: Wir sind eigentlich noch nicht da, aber wir sind schon bei der Hälfte des Weges. Ihr habt nicht mehr so viel. Wenn ihr mir folgt, dann bringe ich euch in die Befreiung sozusagen. Oder zur Erleuchtung oder zur Erkenntnis. Und dieses Geisterschloss war ja auch, dann streiten sich die Weisen darüber, ob das eine Lüge war oder ob das angemessen ist, sich solche Sachen einfallen zu lassen. Und dann wird das dadurch begründet, wenn man den Menschen gesagt, von herein gesagt hätte, der Weg ist so lang und beschwerlich, bis zur Erleuchtung würde zum einen keiner daran glauben und zum anderen würden die Menschen nicht mitgehen, weil die sich zu schwach fühlen und nicht, sozusagen nicht bereit fühlen, diesen langen Weg zu gehen. Und dafür schafft man dieses Nirvana so als Geisterschloss, als eine Zwischenglied, sage ich mal, oder Zwischenstufe, die am Anfang im Buddhismus nur erstrebt wird, dahin zu kommen. Aber im Grunde genommen ist dann erst der Anfang ergründet mit dem Nirvana. Weil danach wird man dem Mahayana folgen, sozusagen, und das Mahayana, Maha ist groß, also Hina ist klein, kleiner Wagen, Mahayana ist großer Wagen, und das beschreibt den Weg eines Bodhisattva. Und Bodhisattva sind Wesen, die weiter sind als normale Seelen, sage ich mal so, oder die nächste Stufe bereits erreicht haben. Und im Mahayana gilt die Idee, dass jeder zum Buddha wird, früh oder spät. Das ist eine der Grundlagen des Buddhismus. Und wenn man eine bestimmte Ebene bereits erreicht hat, dann wird man zu einer Seele, die anderen Seelen hilft, diesen Weg zu beschreiten. So ein Wesen, der seine Dienste erweist und sich irgendwo auch opfert für andere, damit die anderen zur Erleuchtung gebracht werden. Also das ist der mittlere Wagen, Hinayana. Und dann gibt es das Vajrayana. Vajra bedeutet übersetzt Blitz, beziehungsweise auch Diamant. Also etwas sehr Festes, Hartes, Stabiles. Und diese Lehre wird sehr selten verbreitet und sehr wenige Menschen kennen davon, weil dort werden Praktiken oder Techniken vermittelt, die für einen normalen Menschen gefährlich sind, weil man da mit sich sehr viel Schaden, bringen kann. Und weil es dementsprechend nur für sehr vorbereitete Wesen oder Menschen ist, gilt es mehr oder weniger als geheim, kann man so sagen, das Vajrayana, obwohl dort die Erleuchtung oder das Nirvana, die ganzen Stufen sehr viel schneller erreicht werden kann. Aber halt auf spezifischen Wegen sozusagen, dass man mit Energien arbeitet, die eigentlich auch gefährlich sind. Und für normale Menschen ist es eher lieber nicht zu empfehlen. Ist der normale lange Weg zu empfehlen. Und da sind die drei großen Wagen sozusagen beim Buddhismus. Das ist grob ausgeführt. Okay, das ist so verständlich oder deutlich. Weil eigentlich wollte ich auf was anderes hinaus, warum man als Yoga-Praktiker ein guter Schauspieler sein muss. Wenn ihr nicht drauf kommt, dann erzähle ich es euch, aber ich möchte von euch vielleicht ein paar. Das hat mit Meditation etwas zu tun. Wir haben ja uns gestern schon ein bisschen damit beschäftigt und sind in diese Richtung gegangen. Und heute ist ja nur die Fortführung von der gestrigen Vorlesung. Also früher oder später beginnen wir zu meditieren. Und wir haben ja gestern gesagt, durch Meditation können wir uns verschiedenen Kräften anschließen. Zum Beispiel, wenn wir uns hier da reindenken, rein meditieren, um uns mit diesen Kräften zu vereinen. Okay, das ist verständlich. Deshalb heißt es in einem Buch, dass, also es wird nicht überall so gesprochen, aber in einer Schrift heißt es so, dass der Yoga-Praktiker sich in sehr viele Rollen hineinversetzen muss, aber gleichzeitig auch aus diesen Rollen unbeschwert und unbeschadet rauskommen muss. Um das eben durchzumeditieren. Zum Beispiel, er kann sich in einen Bösewicht hineinversetzen, um zu verstehen, wie dieser Bösewicht denkt und lernt, was er für eine Energie hat, um das durchzumeditieren.
um bestimmte Energien, Menschensysteme oder andere Sachen, energetische Strukturen einfach scannen zu können. Im Nachhinein kann er sich in einen guten rein meditieren, in einen Heiligen zum Beispiel, die wir alle kennen, und sich diese Energie des Heiligen zu eigen machen zu einem Teil und auch spüren, wie dieser Heilige für eine Energie hat, wie man sich dabei fühlt, wenn man da reingeht in diese Energie. Kann man irgendwie Empathie haben, ja, an böse Empathie, wenn ich nicht rein. Naja, aber diese Empathie muss kontrollierbar sein. Es heißt nicht, dass man jetzt alle liebt und alle mag, das heißt, dass man einen bestimmten... Empathie, wenn ich dich verstehe, was du fühlst. Ja, aber Empathie ist mehr so ein Gefühl oder so mehr so eine Emotion, so eine Harmonie oder Resonanz mit jemandem. Und diese Resonanz, das ist ja, man weiß aus der Quantenphysik irgendwo, dass man über Resonanzfelder sich verbinden kann oder Quantenmechanik, einer bestimmten anderen Energie, die wo vielleicht weiter entfernt ist. Aber diese Empathie, wenn wir vielleicht das so beschreiben, ich will auf das hinaus, dass ihr versteht, wenn ich jetzt mich in einen guten, wenn wir von Personen sprechen, mich in einen guten oder heiligen Mensch rein meditiere, ich kann mich dann davon trennen. Also ich falle in seine Energie nicht rein, ich kann wieder ich selbst werden. Wenn ich mich in einen Bösen rein meditiere oder in einen Verbrecher, dann falle ich in seine Energie auch nicht rein, die verändert mich nicht, ich kann wieder rauskommen. Okay, dass ich wieder ich bin, dass ich von ihm keine Energie mitnehme, die mich dann irgendwo stört und mich belastet oder mich verändert. Okay, das muss man auch als Eigenschaft haben dann, in späteren Jahren, wenn ihr praktiziert. Und dann, wo ich gestern angefangen habe, könnt ihr jeden Lehrer, Heiligen oder sonstigen Menschen oder Guru, den ihr begegnet, irgendwo live oder im Internet, auch durchmeditieren. Weil es gibt dann so eine Praxis, sage ich mal so, Guru-Test, grob gesagt, kann man so sagen. Sagen wir mal so, Guru-Test. Und dann beginnt man über diese bestimmte Person zu arbeiten. Man verbindet sich so meditativ oder gedanklich mit dieser Person, um seine Energie zu bekommen, um seinen Zustand zu bekommen irgendwo. Zum Beispiel, wenn wir Jesus Christus nehmen, zum Beispiel. Und dann stelle ich die Frage, kann ich mit seiner Energie die ganze Welt so allumfassend lieben, mit allen Menschen, allen Lebewesen und Tieren? Und wenn dann die Energie kommt, wenn das tatsächlich so ist, wenn ihr so eine Energie habt, dann habe ich so eine positive Antwort. Und eine positive Antwort kommt, wenn ich Energie aufbaue. Dann spüre ich, dass ich mehr Energie bekomme, beziehungsweise meine Energie dichter wird. Wenn Jesus Christus nicht so ein Heiliger ist, dass er global die Erde umfängt, oder sondern nur ein globaler Lehrer oder Guru ist, und ich setze mir diese Affirmation oder Programm, kann ich mit seiner Energie den ganzen Globus umfangen, habe ich negative Antwort. Also da bekomme ich keine Energiezunahme oder keine Energieverdichtung, sondern meine Energie fällt zusammen dadurch. Das ist nur ein Beispiel. Und dann könnt ihr jede Person so durchmeditieren, die euch interessiert oder die ihr als Lehrer seht, zum Beispiel. Keine Ahnung, Yoga-Lehrer Hans Christian, was weiß ich. Und dann stelle ich ihn auch über mich und versuche über seine Energie zu meditieren. Und dann sage ich, kann ich mit seiner Energie oder mit seiner Hilfe sogar, kann ich alle Menschen lieben, schätzen, alle Tiere und Lebewesen. Wenn die Energie kommt, aufgebaut wird, dann kann ich mehr oder weniger sicher sein, dass das ein globaler Heiliger ist, sozusagen, und dass es ein richtiger Lehrer ist. Wenn so eine Energie nicht kommt, die global ist, allumfassend, sondern nur vielleicht regional, für eine bestimmte Volksgruppe, vielleicht nur für Indien geltend und sprechend, dann kommt diese Energie nicht. Dann ist es entweder ein normaler Mensch, aber der hat keine heilige Energie sozusagen oder wirkt nur regional. Also für ein Land oder für sein, weil es gibt doch, in jedem Dorf war früher vielleicht einmal so, es gab einen Heiligen oder Priester oder Schamanen. Und der war ja nur deshalb ein Schamane, weil er über jeden alles Bescheid gewusst hat. Es war zumeist der Dorfälteste. Und weil er über alle Bescheid gewusst hat und mit jedem Kontakt gehabt hat, hatte dadurch ein größeres Energiepotenzial, als wie einer, der wo am Ortsrand lebt und nur wenig den anderen Menschen begegnet. Und deshalb hatte er ein größeres Energiepotenzial, als alle anderen Menschen im Dorf. Deshalb konnte er auch heilen, weil seine Energiematrix war einfach größer, sozusagen, im Vergleich zu allen anderen. Aber er war eben nur für das Dorf tätig, wenn er auch magische Fähigkeiten und Kenntnisse gehabt hatte und Leute heilen konnte dadurch, war er außerhalb seines Dorfes, hatte er keine Kraft mehr und keine Wirkung mehr.
sozusagen. Und wenn dann in so ein Dorf ein, sage ich mal, großer Bürgermeister oder Fürst von einem anderen Dorf kommt, und dieser Fürst hat ein größeres Energiepotenzial, weil er mit seiner Energie über ein bestimmtes Chakra ein größeres Areal um sich herum kontrolliert, kann er diesen Fürsten nicht heilen, weil er, dieser kleine Dorfschamane oder Dorflehrer, nur für das Dorf seine Energie ausreicht oder seine Energiegröße, sage ich mal so, umspannt, und dieser Fürst hat so einen viel größeren Energieumspann. Deshalb braucht der Fürst so einen Heiler oder Schamanen, der auch einen größeren, sage ich mal, regionalen Umfang um sich herum aufgebaut hat. Und der kann sozusagen gegenseitig vielleicht sich auch auf parapsychologischen Ebene, können sie einen so Zweikampf aufnehmen, wenn man irgendwie was zum Teilen hat. Oder versteht ihr was? Wenn man befreundet ist. Wenn man befreundet ist, kann man sich dann so auf dieser Ebene unterstützen. Und man spricht es dann auch so, wenn ein Mensch aus der Zivilisation rausgeht, irgendwo im Wald draußen als Einsiedler praktiziert oder in einer Höhle irgendwo in den Bergen praktiziert, alleine für sich, dort baut er diese magischen Fähigkeiten auf. So weit, bis er vielleicht sogar noch fliegen kann, hell sehen kann, hell hören kann und alle anderen mystischen Fähigkeiten hat er. Und dann sagt er, ich bin so toll und entwickelt, dann geht er in die Stadt herunter, aber in der Stadt herrschen andere Energien. Und sein Energiepotenzial klappt hier zusammen oder fällt zusammen, und dann hat er diese mystischen Fähigkeiten in der Großstadt verloren, dann kann er es nicht mehr beweisen. Wenn wir wieder von der Bibel sprechen, da gab es einen, glaube ich, Simon, der durch die Luft geflogen ist. Ich weiß nicht mehr, wie der genau heißt. Auf alle Fälle gab es einen, der durch die Luft geflogen ist und hat mit seinen mystischen Fähigkeiten ein bisschen geprallt. Und ein Jünger vom Jesu ist gekommen und hat auf ihn mit dem Finger gezeigt und hat gesagt, hör auf zu fliegen. Die Fähigkeit vom Simon im Vergleich zu normalen Menschen waren stärker, also konnte er fliegen, aber der Jünger von Jesus war stärker seinem Energiepotenzial nach und sein Willenspotenzial war stärker. Drum hat er ihn durch einen Befehl seine magischen Fähigkeiten genommen, sozusagen, weil sein Umfang, weil seine Energie einfach mehr Leute umfängt und ein größeres Territorium vielleicht umfängt. Weil es gibt dann, wir bezeichnen sie als Lehrer, also nicht als Magier oder irgendwie anders oder Zauberer, wir bezeichnen sie als Lehrer. Es gibt Lehrer, die regional tätig sind, Dorf. Es gibt Lehrer, die national tätig sind, die für das Land ihren Umfang haben. Und dann gibt es Lehrer und Gurus, die international tätig sind, die den ganzen Planeten umspannen. Und die den ganzen Planeten umspannen, die bezeichnet man dann als Heilige, weil die dieses besondere Energiepotenzial haben. Gut, hier dazu vielleicht Fragen zu diesem Abschnitt. Ist alles so deutlich oder verständlich? Diese ganzen Mechanismen und Algorithmen, wie das hier funktioniert. Und dann wollte man noch, genau so könnt ihr dann herausfinden mit diesem Scannen, mit dieser Meditation, ob etwas wahr ist oder nicht wahr ist. Ihr könnt sogar wahr sagen, so wenn ihr lernt, damit richtig umzugehen und das Gefühl zu entwickeln, wann die Energie kommt und wann sie zusammenklappt. Also wenn ihr sagt zum Beispiel, bin ich krank oder nicht, wenn ihr euch auf Krankheit, nicht auf Gesundheit, sondern auf Krankheit testet. Wenn ihr sagt, ich bin krank und meditiert euch hier rein, fällt eure Energie zusammen, dann seid ihr nicht krank. Versteht ihr, wie ich das meine? Wenn ihr sagt, ich bin gesund und ihr habt Energiepotenzial, dass das wächst oder eure Energiematrix wird breiter und dichter, dann heißt es, dass ihr an der Wahrheit dran ist. Und so wie die Antwort ja oder nein. Genau, wie die Antwort ja oder nein, aber das ist halt, das ist spürbar selber. Also, aber nur für so Medien oder Menschen, die dieses besondere Gefühl oder Gespür haben. Worauf wollte ich noch hinaus? Genau. Deshalb ist es so, wenn man euch eine Lüge erzählt und ihr an diese Lüge glaubt, fällt eure Energie auch zusammen. Das ist genau wie bei diesem Ja oder Nein. Wenn ihr von der Lüge wisst, dass das eine Lüge ist, dann wird euer Energiepotenzial größer, sozusagen. Und da kann man viele verschiedene Prozesse scannen, die in der Welt tatsächlich stattfinden, so im Privaten, aber auch im Großen. Das ist so ein bisschen angerissen, dieses Thema, aber das wollen wir vielleicht
ein anderes Mal vertiefen, wenn ich selber mehr Erfahrung darin habe und besser Bescheid weiß. Aber jetzt hier nur so im Groben. Über das Karma der Familie und die Wirkung der Familie gibt es auch ein paar sehr wichtige Prinzipien. Und das Prinzip des Egregoren oder Egrego. Ich habe das letzte Mal wie so ein Fladen aufgezeichnet, aber heute versuche ich das ein bisschen anders aufzuzeichnen. Es würde auch ein Egrego sein oder so eine Energiematrix. Das ist ein Stamm oder die Großfamilie oder Sippe. Betrachten wir das mal so. In der Mitte ist der Stammesgründer. Das ist ein Mensch gewesen, der so eine Achse gebildet hat. Das war der Vorfahr, irgendwie ein Ur-Ur-Ur-Opa von der ganzen Familie zusammen. Und seine Gene tragen jetzt nur vielleicht 50 Leute, sage ich mal, in einem Dorf. Also hat er die Mittellinie gebildet und seine Söhne waren hier näher dran, Enkel weiter entfernt und Urenkel sind weiter entfernt. Und so bildet sich halt diese große Sippe. Und wenn er noch zusätzlich ein gutes, großes geistiges Potenzial gehabt hat, das ist auch wichtig zu verstehen, dass jeder Mensch von uns ein geistiges Potenzial braucht, also die Energie von oben, die spirituelle Energie. Das ist, was der Christian, wie war das gestern, diese obere Welt? Genau, das ist ja in allen Kulturen und Religionen dasselbe. Und dann braucht man aber genauso viel von der unteren Energie, von den unteren Welten. Das ist hier das Dunkle, das Schwarze, aber da ist die Ruhe, Kraft auch mit drin. Und das braucht man auch, um sich zu realisieren. Das war so, wie war das? Genau. Und wenn man diese beiden Aspekte hat und sie miteinander verbinden kann, da ist auch noch nicht alles. Man braucht die soziale Ausbreitung sozusagen, dass ich sehr viele Menschen, meine Familie um mich herum habe, meinen Stamm um mich herum habe. Und je mehr Nachfahren dieser Mensch hat, desto mehr soziale Ausbreitung hat er. Und zum Beispiel ein Bürgermeister hat mehr soziale Ausbreitung als ein normaler Bewohner der Stadt. Und ein Bundeskanzler oder so, der hat mehr soziale Ausbreitung wie ein Bürgermeister sozusagen und mehr wie ein normaler Mensch. Okay, je mehr Menschen man mit seiner Energie umfängt, desto mehr soziale Ausbreitung hat man. Bei Menschen wie so Schauspieler, wo die ganze Welt kennt und die, wo die ganze Welt angucken, die haben ein sehr riesiges soziales Potenzial, sage ich mal so. Deshalb, naja, wie Halbgötter kann man sie nicht beschreiben, aber das geht schon in die Richtung, weil er von den ganzen Massen auch die Energie irgendwo zusammenzieht und diese Achse bildet. Und weil die meisten Politiker und Schauspieler dieses spirituelle und geistige Potenzial nicht haben, aber sehr viel von dieser unteren Energie haben, klauen sie das von anderen Menschen, die dieses geistige Potenzial haben. Und meistens, oder das stärkste Potenzial haben die Kinder, weil die erst runtergekommen sind über diesen Kanal und sich irgendwo hier manifestiert in einem Körper, klauen sie Kinder und benutzen diese Energiekanäle der Kinder sozusagen. Okay, deshalb haben wir jetzt ein paar so schreckliche Berichte in den letzten Jahren und Monaten, was man mit den ganzen Kindern macht, die verschwinden auf der ganzen Erde sozusagen. Das passiert aus diesem Hintergrund, weil es ist hier überall das gleiche Prinzip und der gleiche Algorithmus. Ich brauche, um etwas in der Welt zu realisieren, die spirituelle Energie von oben, die grobe Energie von unten und dann kann ich mich hier in dieser materiellen Welt, das ist das Midgard sozusagen, wenn man das anders bespricht, hier Sachen umsetzen oder Sachen realisieren, sei es Familie, Projekte oder sonstige Sachen. Und hier zu unserem Stamm oder Großfamilie oder Sippe, wenn wir zurückkehren, sind die schwächsten Glieder sozusagen hier, die wo am Rand sind. Sind Menschen, die sich nicht so sehr diesem Stamm dazugehörig fühlen und da sind vielleicht die letzten Nachkommen, da sind hier 5 Familien. Sagen wir mal so, dieser Ur-Ur-Ur-Großvater hat sehr viele Söhne und Kinder, aber von den Enkeln, also von dieser gleichen Generation, von dieser Ebene, sind jetzt nur 6 übrig geblieben. Und diese 5, da hat jeder von denen, sage ich mal, eine Frau, 3 Kinder,
und vielleicht Hof und Tiere, sonstiges. Also er selber als Achse bildet um sich herum auch ein bestimmtes Feld von Menschen, Tieren, Hab und Gut sozusagen. Das ist seine eigene Energiematrix oder sein eigener, du kleiner Egregor, sage ich mal so. Und da ist seine Frau, seine Kinder und alle um ihn herum. Und einer, der war vielleicht nur ein bisschen, er hat sich keine Frau gefunden, der lebt hier alleine irgendwo und hat nur eine Wohnung oder hat ein kleines Haus und hat keine Tiere und muss sich so über die Runden schlagen sozusagen. Wenn dann von einem anderen Egregor oder von einem anderen Stamm ein energetischer Schlag, irgendwie so ein Fluch oder sonstiges, und meistens sind es so Flüche oder schwarzmagische Einwirkungen, auf diesen Stamm trifft, dann ist es so wie beim elektrischen Strom, dass Energie den Weg des wenigsten Widerstand nimmt. Um diesen Hausvater energetisch durchzuschlagen, muss man erst die Liebe zu seinen Kindern, zu seinen Tieren, zu seiner Frau überwältigen, übertreffen, damit man ihn irgendwie angreifen kann, weil der ist nicht angreifbar, so lange seine, sage ich mal, wenn er auch noch irgendwie Hausdiener hat oder Mitarbeiter hat in seiner Firma, dann wird er umso stärker und man muss hier da durch, um an ihn heranzukommen. Dieser hat nichts um sich herum und keinen um sich herum, deshalb würde die negative Energie, die durch ein, wir nennen das Fluch, hereinkommt in diese Sippe, ihn durchschlagen. Und dann hat er irgendwelche Unfälle, Krankheiten und sonstige Sachen und er leidet für den ganzen Stamm. Obwohl das irgendwie vielleicht auf den abgezielt war oder auf diesen abgezielt war, sucht sich die Energie in dieser Matrix in der ganzen Familie das schwächste Glied und schlägt gegen dieses schwächste Glied sozusagen. Oft ist es auch so, wenn zum Beispiel, das ist so ein anständiger Kerl, sage ich mal so, und dann gibt es hier auch noch einen, der hat noch ein bisschen Mist gebaut. Der hat vielleicht irgendwo geklaut oder Menschen geschlagen oder sonstiges angestellt. Und dann ist dieses negative Feld, was nicht die ganze Sippe oder Familie trifft, sondern nur seine kleine Familie als Zelle, wird es hier auch das schwächste Glied treffen. Also wenn er, sage ich mal, sich unanständig benimmt und verbrecherisch benimmt, dann wird es irgendwie sein Haustier treffen oder sein jüngstes Kind oder seine Frau, weil die Frau schwächer ist als er. Und erst dann ist er angreifbar. Okay? So ist das System verständlich. Deshalb ist ein jeder, der hier irgendwo in der Mitte steht, verantwortlich für alle Menschen um sich herum und für seine Haustiere sozusagen. Verantwortlich in dem Sinne, wenn er Mist baut, dann trifft es die schwachen Glieder in seiner Familie und in seiner Kette. Das trifft nicht unbedingt ihn sofort. Okay? Gut, so passiert es normalerweise. Und dann gibt es ja noch, wenn wir das tiefer betrachten, das ist mehr Richtung Mitte, Richtung Anfang der Generationen und da sind unsere heutige Generation hier draußen. Wenn jemand hier irgendwo jemand verletzt, umgebracht hat oder eine Frau oder Mann entführt hat, dann hängt irgendwie dieses Karma des Stammes irgendwo in diesem Netz noch drinnen. Und dieses Karma des Stammes oder das Negative, das kann hin und her wandern. Wenn diese Familie schwächer ist, geht es hier rüber. Und dann ist diese Familie betroffen, dann haben die Kinder und Enkel so irgendwelche Krankheit oder Probleme im Leben. Wenn sie stärker wird und diese schwächer ist als diese, dann sucht sich dieses Karma des Stammes wieder hier irgendwo einen Ausgang. Und dann ist für eine kurze Zeit von dieser Familie jemand betroffen. Und wenn ihr dann durch geistige Praktiken eure Energie aufbauen möchtet und euch wundert, warum ihr euch nicht realisieren könnt und stattdessen irgendwie es eurem Onkel oder Tante oder einem von euren Geschwistern besser und besser geht und ihr versteht nicht warum, ihr macht ja eigentlich nichts, ihr lebt normalerweise sein Leben, weil wenn ihr hier alleine steht und hier ist mein Bruder mit Frau und drei Kindern, dann ist sein Potenzial stärker. Und wenn ich durch Yoga-Praktiken meine Energie aufbaue, dann fließt diese Energie genauso hier zum stärksten Glied, um sich zu realisieren. Weil ich habe nicht so viele Möglichkeiten, weil ich habe nicht so viel Umfang sozusagen, um meine Energie zu realisieren. Und der Stamm, das ist ja wie ein Lebewesen und der verteilt die Energie so, dass es für ihn am günstigsten ist. Wenn er mich alleine, es bringt nicht, mich alleine unterstützen, weil ich habe keine Nachkommen, weil
Jeder Egregor oder Energieeinheit, ist es Familie, Firma oder sonstige Institution, ist dann bestrebt, mehr, wie soll ich sagen, mehr Individuen zu haben oder mehr Einheiten zu haben. Und wenn diese sich um diese Einheiten sorgt, also mehr Nachkommen schafft, ist dieser stärker. Ich schaffe in dem Fall keine Nachkommen. Fließt die ganze gute Energie, die wohl hier zusammen aufgebaut wurde, mehr zu ihm, zu seiner Unterstützung. Weil ich bin irgendwie das unnötige Glied hier. So, weil ich nutze nicht unbedingt viel oder ich trage nicht zu viel zum Ganzen, zum Großen und Ganzen bei. Okay? Also wenn man allein ist? Wenn man allein ist. Eher zu anderen Familien. Bleibt wenig bei dir. Also nicht so viel, wenn du, das ist ja auch so ein wichtiges Thema. Wenn man das als Krug nimmt, so eine energetische Einheit, wo man Energie hineinfüllen kann. Auf Russisch heißt Geschlecht oder so männlich-weiblich, das Geschlecht heißt Pol. Und Pol kommt von Palawin, also von Hälfte. Also ist hier irgendwo die Frau die Hälfte von diesem Krug und der Mann ist auch die Hälfte von diesem Krug. Und wenn der Mann alleine ohne Frau praktiziert, das ist ja wie der Krug halb offen ist, da kann keine Energie aufbauen. Und wenn die Frau alleine ohne Mann praktiziert sozusagen oder lebt, dann kann sie auch nicht unbedingt sehr viel Energie aufbauen, weil dann ist dieser Krug auch halb offen. Und da muss man erstmal gucken, weil das Yoga beginnt ja auch damit, dass man irgendwo die ganzen Energieverluste schließt, durch unsere Chakren zum Beispiel, oder auch hier energetisch. Dann ist es weniger wirkungsvoll, wenn ihr alleine so Energien aufbaut, ist weniger wirkungsvoll, als wie man einen gesamten Krug hat, der wo in sich geschlossen ist, so ein geschlossenes System mit Plus und Minus, Mann und Frau, die wo sich gegenseitig unterstützen. Und dann ist es auch eher so, die männliche Energie ist hier, die diese Achse und Richtung schafft und die weibliche Energie, die sich drumherum um alles sorgt. Okay, diese unterstützende Energie, der Mann kann durch seine Praktiken, durch seine Tätigkeiten, Arbeit oder Business neue Energie heranholen. Sozusagen, das ist mehr das männliche Prinzip, also er ist so der Jäger und der Beschaffer, gibt es so ein Wort? Anschaffer ist schlecht, der Beschaffer, der wo etwas beschafft. Und die Frau ist, die daraus etwas macht sozusagen. Die Frau hütet dann den Haushalt, die sorgt sich um dieses Rundherum, um das Wohlsein, um das Beschaffene richtig umzusetzen. Zum Beispiel, wenn wir einen Jäger nehmen, die dann diesen Mammut gut herrichtet, dass alle satt werden sozusagen. Oder die Frau, die muss dann auch schlau genug sein, wenn der Mann genug Geld verdient, mit diesem Geld gut umgehen zu können und gut wirtschaften zu können, damit der Haushalt gut funktioniert und gut bewirtschaftet wird. Der löst sich auf, bis hier jemand kommt, es wird hier so ein kleines Genie geboren. Er ist vielleicht auch nicht ganz gesund und hat physische Einschränkungen, aber er möchte damit nicht leben. Und er entwickelt sich weiter, er spürt, dass da was nicht in Ordnung ist. Und wenn dieses kleine Genie stärker wird als dieser andere, der wo den Fluch geschickt hat, sage ich mal, eine Oma, ein Opa oder irgend so ein Geistlicher oder Magier, wenn er stärker wird in seinem Potenzial nach, schiebt er diesen Fluch einfach zurück. Und dann kriegt, auch wenn dieser nicht mehr lebt, wenn das vor 4, 5 Generationen war, kriegt diese andere Sippe oder diese andere Gregor diesen Fluch zurück nach hinten und kriegt diesen energetischen Schlag. Und so kann man sich lösen. Es ist alles Physik, also die Kraft fließt zum Stärkeren, also die positive Kraft fließt zum Schwächeren, zum Stärkeren und die negative Kraft fließt zum vom Stärkeren zum Schwächeren. Ja? Woher weiß der junge Mann da, dass es diesen Fluch gibt? Er fühlt sich nicht wohl dabei. Also er ist schon mit dieser Begabung geboren, dass er irgendwo das spüren kann, das was nicht in Ordnung ist. Weil man kann das irgendwo durch selbst. Ich habe ja niemand was gemacht im Leben. Ich bin noch ganz jung. Aber irgendwie habe ich immer Pech und habe Schwierigkeiten, also irgendwas stimmt da nicht. Vielleicht kann er das selber herauskennen, herausfinden und er geht zu einem anderen Esoteriker oder Magier, der ihm das sagt. Du, pass auf, in deinem Stamm ist was nicht in Ordnung gewesen. So ähnlich wie mit Familienaufstellung,
bei dir und dir und der Uroma, die hat, naja, wenn, ich will jetzt keinen irgendwie schlecht reden oder beleidigen, auf alle Fälle ist es sehr oft so, dass durchs Fremdgehen oder dass man jemand, also es gibt ein Ehepaar und die Frau bringt oder nimmt ihren Mann zu sich, also aus einer festen Beziehung, wenn man irgendwie einen Partner rausreißt dem anderen, dann ist es auch sehr viel, Moment, kommst gleich, dann ist es auch sehr viel Emotion da und sehr viel böse Gedanken auf die andere Frau, die, auf die andere Person, die mein Lebenspartner mir nur weggenommen hat sozusagen. Okay, und dann bleibt es über die Generationen, wenn das nicht aufgearbeitet wird oder wurde, dann bleibt es in Generationen vorhanden. Weil dann ist es so, ich habe jemanden, weil ein Mann ist ja ein Energiepotenzial. Ich habe einer anderen Frau ihren Energiepotenzial rausgerissen und sie hat jetzt irgendwo einen Mangel. Also fühlt sie, dass sie diesen Mangel irgendwie auffüllen muss. Also da ist das Gleichgewicht gestört, weil ich habe das zu Unrechten getan. Und dann ist diese Frau auf den anderen Stamm oder Familie ständig böse und ihre bösen sozusagen Gedanken und Absichten und ihre bösen Emotionen schaffen diesen Fluch. Man muss jetzt keine Zaubersprüche reden, man muss jetzt nur schlecht über einen Menschen denken. Und die Gedanken manifestieren sich so und dann ist das auch wie so eine energetische, sage ich mal, Einheit, die durch die negativen Emotionen stärker wird, genährt wird. Und dann ist der Fluch einfach da, dass die Kinder oder Enkelkinder krank werden. Ja. Nee, weil ich dachte nur gerade, ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen, ja, dass du nach einem anderen besseren Beispiel suchst oder irgendwie, ja, weiterkamst. Aber ich bin ja noch ein bisschen schneller so vom Denken her. Ja, ja. Also, ich hatte gestern Abend mit meinem Auto, bin ich gefahren, ja, diese zwei Dinger, weil ich hier ausfahren wollte. Ja. Ne? Dieses Auto hatte von mir einen Unfall, ja, was repariert wurde. Dieses Auto wurde nicht richtig repariert. Also es wurde gesagt, eine neue Tür rein. Und eigentlich wurde sie noch verspachtelt. Ja. Das habe ich aber nicht gemacht. Ich hätte eine Werkstatt gebracht, professionell. Mein Ex hat es schwarz gemacht. Und, ja, mein Freund, der mit Klangschalen zu tun hat, ja, sagte nur, ist es schwarz gemacht oder so. Und das ist ja klar, die negative Energie, gestern Unfall gemacht, ist sind zwei schöne Kratzer. Also, fragte er, ist es schwarz gemacht oder, ja, dann kommt halt dieser Fluch wieder hoch. Ja, ja, genau, weil Fluch, das ist nur, damit er das versteht, aber Fluch ist, wie gesagt, nicht immer irgendwelche Zaubersprüche, sondern jemand hat mich beleidigt, geschlagen oder mich sonst irgendwie verletzt und ich denke negativ an ihn. Und so ist es Karma zu verstehen sozusagen, nicht, dass irgendwie in meinem letzten Leben so ein Schurke war oder was weiß ich war, sondern diese ganzen Geschichten entstehen eher im Stamm und in der Familie und die entstehen in unserem diesigen Leben. Und das negative Karma entsteht oft nicht durch das, was ich Schlechtes gemacht habe oder Gutes, weil für Gott ist ohne Beurteilung. Ein Blitz oder Strom erschlägt alle, wenn man reinfasst, egal ob der gut oder böse ist. Die Sonne scheint auch auf alle, egal ob die gut oder böse sind. Und so unterscheidet im Grunde genommen Gott oder das Universum auch nicht, ob ich gute Taten habe oder schlechte Taten habe. Nur wenn das für andere Menschen nicht angemessen ist, führen sie negative Energie auf mich herab und das sammelt sich irgendwo bei mir und dann werde ich zum Beispiel krank. Dann sage ich, das ist mein schlechtes Karma. Aber wenn ich energetisch stärker bin als wie der andere, dann passiert mir nichts in dem Fall. Dann bin ich so gewappnet oder geschützt sozusagen. In dem Fall, wenn ich schwächer bin, kriege ich das negative Karma. Wenn ich stärker bin, kriege ich kein negatives Karma. Zum Beispiel mit der Familie kann man vielleicht ein Beispiel heranziehen, wenn man inwiefern man, dass man stärker ist. Man wäre so stärker, dass man eine normale Reparatur für sich bezahlt hat und irgendwie das nicht durch schwarze Wege geleitet hätte, dann hätte man dieses Stärkepotenzial und wäre nicht betroffen im Hinterher dadurch. Genau. So, beim Robert war noch eine Frage. Die Reden sagen, dass das fünfte Kind in der Familie das schlechte Karma des Stammes mitnimmt. Ja. Ach so, ja, da kann man, genau, da gibt es direkt, wenn man das betrachtet und da guckt, irgendwann gibt es, das ist eine gute Anmerkung, irgendwann gibt es sogar, weil deine Frau, glaube ich, gefragt hat, woher man rausbekommt, wer den Fluch hat oder wie der junge Mann das rausbekommt. Ich habe auch diese Theorien gehört, dass in diesem Stamm, sage ich mal, sind 200 Seelen und die inkarnieren immer wieder in der gleichen Familie. Und in der Zwischenzeit, wo man keinen festen Körper besitzt, ist man irgendwo in der Zwischenwelt.
und von dort guckt man, dass hier irgendwo dieser schwarze Fleck ist. Und um diesen Stamm zu reinigen, vielleicht ist es sogar der Stammesgründer, der sowieso wieder reinkarniert und der ist der Stammesführer dann, der nimmt sich die schwere Aufgabe auf sich, dass hier diesen negativen Fleck zu beseitigen, vor seiner Geburt noch. Der nimmt die Aufgabe auf sich, um den ganzen Stamm zu schonen. Dann wird er geboren in dieser bestimmten Familie, wo der Vater vielleicht Probleme hat, wo die Mutter Probleme hat und der kriegt den ganzen, der ist so wie ein Blitzableiter sozusagen. Der nimmt alles auf sich und muss das durch seine sehr, sehr schwierige Lebensweise, durch sein sehr schweres Schicksal verarbeiten. Aber der schont die anderen somit. Okay, das ist so, ja. Muss denn dann passieren, dass wenn dieser Mensch in der Zwischenwelt ist und dir das die Botschaft schickt, ja, alles auf sich nimmt, dir dann Zeichen schickt, dass dann geht? Nee, dieser Mensch entscheidet es in der Zwischenwelt, ja, okay, und dann wird er als Kind geboren. Er wird so in dieser Welt geboren und das ist so seine Lebensaufgabe sozusagen. Mhm. Und man kann das so verstehen, dass der Stamm durch sein eigenes Leben oder irgendwo auch sein eigenes Bewusstsein hat. Und wenn wir das Beispiel nehmen, so ein Hund oder Wolf ist in eine Falle rein. Und bevor der ganze Organismus, der ganze Wolf stirbt, beißt er sich die Pfote ab und kann aus der Falle raus. Also er, wie soll ich sagen, er verschenkt so einen Teil seines Körpers zum Wohle des ganzen Körpers, zum Wohle seines Lebewesens. Und so ähnliche Prinzipien arbeiten hier durch die ganze Familie, dass das schwächste Glied irgendwo abgetrennt wird und irgendwie den ganzen Schaden abbekommt, damit man dieses ganze Lebewesen, damit man diese ganze Struktur schont irgendwo, sozusagen. Gut, noch Fragen hierzu? Was passiert denn dann mit diesem Wesen, wenn das den ganzen Schaden ausgeschnitten ist, weg von dieser Welt? Er schont die anderen dadurch. Die anderen haben es leichter, die können sich mehr realisieren, die haben es leichter im Leben und der muss halt alles aufarbeiten. Ja. Weil es gibt doch zum Beispiel der einen Bruder, dem geht es gut, der hat Arbeit, Geld und Familie und der andere Bruder, der ist irgendwo in einer Drogenklinik oder was weiß ich, oder arbeitslos sein Leben lang. Es könnte sein, es ist nicht immer so, aber es könnte sein, dass es eben so eine Seele ist, die das Ganze auf sich nimmt. Es gibt auch noch ein anderes Beispiel, von dem ich gehört habe. Wenn Ratten in einem Glas sind und man dort Gift reinschmeißt, die Ratten wissen, dass das Gift ist und eine Ratte frisst das ganze Gift, um zu sterben, damit die anderen am Leben bleiben. Also solche Prozesse gibt es. Das ist hier so ähnlich, dass einer alles auf sich nimmt, nur damit es den anderen besser geht. Weil er ist irgendwo auch der Stammesführer, sage ich mal so, oder einer, der hier ganz nahe dran ist, an dieser Achse, oder einer von den Stammesführern, und die übernehmen die Verantwortung. Also, Laila, das hängt auch ein bisschen mit Verantwortung zusammen. Wenn er die Verantwortung übernimmt, dann nimmt er das auf sich, dieses Negative. Ja. Ja. Oder auch alles schafft zu lösen. Genau. Ja. Wo kommt denn der eine hin, der den Krebs im Kopf hat und ist weg? So, und wo, was passiert mit dem anderen? Der hält immer sein ganzes Leben aus oder wird dann auch irgendwann mal... Er muss irgendwo eine bestimmte andere Ebene erreichen. Also er muss diesen Krebs besingen, er muss aus dieser negativen Energie wieder ins Positive hinaus. Wenn das aber nicht funktioniert und dadurch gekackt war, dann kriegt er vielleicht im nächsten Leben nochmal die Chance weiterzumachen. Und wie viele haben wir denn? Leben? Ja. Unendlich viele. Unendlich viele. Aber vielleicht, ich habe auch die Idee, vielleicht gibt es so Stammesführer oder vielleicht gibt es Seelen, die beobachten nur von oben alles und die reinkarnieren nur, wenn es sein muss. Also da oben ist, wie sozusagen, das Direktorium der Schule und da unten ist die Grundschule, wo die Menschen wiedergeboren werden. Und einer der Direktoren, wenn er sieht, die kommen alleine ohne mich nicht zurecht, dann reinkarniert er für ein, zwei Mal, um die anderen mitzuziehen und dann ist er wieder oben in seinem Büro sozusagen, für mehrere Leben. Das ist vielleicht so mit dem Valhalla gleichzusetzen oder mit dem hellen Navi oder mit der Slavi-Welt. Ja. Ich denke nicht, Platz 1 hat das absolut, also hat der Schöpfer oder der Gott hat Platz 1. Nee, genau. Ja. Da gibt es... Ja. Ja, Platz 1 würde vielleicht der haben, auf den der Ursprung zurückgeht, diesen Stammes.
Also von dem sind alle Kinder. Aber er ist ja selber, also wir sind ja alle er. Er hat sich ja auch gespalten. Ja, ja, das ist, wenn man es groß nimmt, das ist schon so, dass er aufgespalten ist. Aber ich sage mal, von solchen Strukturen haben wir ja unendliche in jedem und das verwebt sich, das ist ja ziemlich alles miteinander verbunden. Und von diesen Meinungen gibt es ja diese Gottheiten auch in der Slawischen, die Makosch, diese mit dem Webstuhl, die Göttinnen, die das alles weben, das Karma und für Stamm und für Familie. Und in der deutschen Kultur, da gibt es doch auch so eine, die Nornen, die wo das Schicksal weben und diese Strukturen aufbauen, die dafür verantwortlich sind. Also ich meine, da sind auch bestimmte Energien, die das ein bisschen beobachten und kontrollieren, damit das alles rechtmäßig nur verläuft, sozusagen, oder gerecht abläuft. Ja. Das ist so interessant, was du gesagt hast, auch das Beispiel mit dem Wolf, der seine Freude hingibt, das ist wieder in der germanischen Mythologie. Also der Kriegsgott Tyr, der hat seine Hand in den Fenris, seinen Drachen gehalten. Also Fenris ist der Höllenwolf, der sozusagen die Welt einmal verfliegen will. Und hat sozusagen seine Hand geopfert dafür, dass er festgebunden werden kann. Dass er erstmal für eine gewisse Zeit gebannt ist und sozusagen keinen Schaden mehr zufügen kann in der Welt. Mhm. Zum Beispiel, wo man das direkt in der uralten Mythologie wiederfindet, was man hier eigentlich alles erzählt, dass alles da ist. Wir müssen das begreifen und verstehen, was da steht. Das ist also kein Märchen oder keine Geschichte. Jedes Märchen, was wir lesen, hat einen Hintergrund, den wir uns mal genauer mit solchen Dingen mal so vergleichen müssen. Weil ich habe ja auch in, weil ich beobachte eben sehr viele Leute und sehr viele Familien, ich habe das auch schon selber festgestellt, dass wenn unter Geschwistern jemand so bereits verheiratet ist, dann läuft es in seinem Leben etwas glatter als die anderen Geschwister, die wohl noch nicht verheiratet sind oder geschieden sind. Also das kann man schon beobachten in der Gesellschaft. Es gibt vielleicht auch Ausnahmen, aber zum größten Teil kann man diese Systeme beobachten und nachvollziehen, die dort ablaufen. Okay, was ich heute erklären wollte, das habe ich auch geschafft. Also dieses Prinzip mit dem Karma, mit dem Stamm, mit dem Fluch und alles, wie das funktioniert. Warum der Schwächste immer das abbekommt oder meistens was abbekommt, weil die Energie einfach zum Schwächeren fließt sozusagen. Die Energie der Realisation fließt zum Stärkeren, der was schon mehr hat. Es ist sogar in der Bibel so gesagt, der, wo was hat, dem wird gegeben, der, wo nichts hat, dem wird genommen. Das ist dieses Prinzip hier. Und da? Und wenn die sterben, verteilt sich das dann wieder neu? Man kann sich doch die raussuchen, welche Inkarnationen man... Also im Grunde, denke ich, wird man hier wieder reinkarnieren irgendwo. Und dann verteilt sich das neu, wenn du nicht mehr da bist. Das ist ja hier diese Ebene, wo alles stattfindet. Also kann im nächsten Leben der Schwächere der Stärkere werden? Natürlich, das ist ja alles von euch selber abhängig. Er bleibt dann nicht der Schwächere. Es ist, wie gesagt, sehr viel von euch abhängig. Du kannst ja das in diesem Leben schon ändern. Wenn zwei Zwillinge sind, zwei Schwestern zum Beispiel, die eine hat es irgendwie noch nicht so, die ist schwächer energetisch. Aus welchen Gründen auch immer. Dann trifft es sie. Sie will das aber nicht wahrhaben, sie arbeitet an sich, sie wird energetisch stärker als die andere, dann fließt es zu ihr über. Dann hat die andere wieder mehr Pech und mehr Schwierigkeiten im Leben. Okay, das ist alles mit Energie zu tun und mit eurem Potenzial. Geht zum einen. Zum anderen, für die Realisation braucht ihr auch die Kraft von unten. Also ihr müsst das harmonisieren, Plus und Minus, Gut und Böse, in euch drin, jeder für sich. Also es reicht nicht immer nur der Gute zu sein und der Unantastbare zu sein, weil, wie gesagt, es gibt Strukturen, die dann einen schaden werden, sozusagen. Wenn man sich alles gefallen lässt, und wenn man mit sich alles machen lässt, dann hat man vielleicht irgendwo geistiges Potenzial, aber man hat nicht so ein Kraftpotenzial aufgebaut dadurch. Also unten ist die Kraft. Und dann gibt es auch folgende Kleinigkeit noch zu erzählen. Zum Beispiel, in einem fernen Land gibt es einen Bürgermeister, der wo alle anderen Menschen beklaut, der wo korrupt ist und so. Und die Menschen im Dorf normalerweise, wenn sie diese negativen Gedanken gegen ihn aussenden oder ihn verfluchen, würde er krank sein und sterben vielleicht, weil er hat 100 Menschen beklaut. Aber dieser Bürgermeister hat seine Schutztruppe um sich herum, seine Bodyguards, er hat auch seine Familie, seine 5 Liebhaberinnen, die er alle bezahlen kann und so. Er hat ein riesiges Potenzial.
Und das Potenzial ist stärker als dieser 100 Dorfbewohner. Deshalb schaffen sie ihn nicht energetisch zu überwältigen. Und sobald er irgendwo vielleicht einen Schwachpunkt hat, über seine Frau, über seine Kinder, über sonstiges, kann man auf ihn einwirken. Deshalb ist es so, dass Leute, die in den Machtstrukturen ziemlich weit oben sind, gegen die ist es schwierig, so energetisch oder parapsychologisch vorzugehen. Und das Karma von denen, auch wenn der viel missbaut, dieser Bürgermeister, sage ich mal, sein Karma verteilt sich auf alle seine Mitarbeiter, seine Bodyguards und auf seine Kinder. Und so kommt er nicht so viel zu Schaden, wie er anderen Schaden zufügen kann. Deshalb kommen sie mehr oder weniger fein raus aus vielen Geschichten, weil sich ihr Karma auch auf ihr Umfeld verteilt. So, das wollte ich auch heute erzählen. Das ist jetzt aber die Frage, lässt man das Karma sich auferteilen oder schafft er es so oder so, egal wie stark? Das verteilt sich automatisch auch nach diesen Prinzipien. Er macht es ohne sein irgendwie Zutun oder ohne, dass er darüber Bescheid weiß. Oder vielleicht, manche sind ja eingeweiht, auch in den Machtstrukturen. Die wissen schon über die ganzen Sachen und Systeme. Aber das ist halt überall das Gleiche, egal was man nimmt, ob das eine Schule ist oder Politik oder Arbeit oder zu Hause die Wohnung oder das Innere des Menschen, das ist wie im Großen so wie im Kleinen. Sind alles dieselben Prinzipien. Ja. Ja, habe ich auch erzählt. Und dann ist ja, wenn der eine stärker ist, geht es ihm besser. Wenn der andere stärker ist, geht es ihm wieder besser. Aber wer ist jetzt dann in unserem Beispiel der Schwächere? In welchem Beispiel? Das klingt so absolut. Du bist geboren, du bist schwach, hast keine Chance. Was macht schwach? Also schwach ist, heißt, wenn man finanziell schlecht ausgestattet ist, wenn man gesundheitlich fest schlecht ausgestattet ist, und materiell schlecht ausgestattet ist, sozusagen. Das ist schwach? Das ist nicht schwach. Schwach ist, ist dein Verständnis. Das ist, wenn du wenig Potenzial hast. Also kleines, geringes Potenzial wirkt sich so aus. Ein geringes Energiepotenzial wirkt sich so aus. Weil alles, unsere Gesundheit, unsere Familie, unser Hab und Gut, unser Geld, das ist alles Energie. Und je mehr von diesen Materiellen man hat, heißt es, man hat eigentlich mehr Energie. Und wenn man nichts davon hat, heißt es, man hat keine Energie. Aber das bezeichnet man halt so als schwach oder als stark. Natürlich kann ein Mensch einen starken Charakter haben, der wo viel Schwierigkeiten hat. Hat einen starken Charakter, das ist klar. Aber energetisch ist er schwächer wie einer mit einem, sag ich mal, faulen oder weichen Charakter, der, wo einen guten Beruf hat oder Job hat, der, wo viel Geld hat und zwei Häuser vermietet, der ist stark, energetisch. Ja, der kann viel auswirken. Naja, finde ich jetzt nicht so, aber... Ja, aber vielleicht noch ein anderes Beispiel, das euch hilft. Zum Beispiel, wenn ich etwas verändern... Ich will etwas in meinem Land verändern. Mein Land heißt ABC, ich will dort etwas verändern und ich bin nur ein Yogalehrer. Ich habe wenig Einfluss. Egal wie heilig... Oder für wie stark ich mich halte, habe ich wenig Einfluss, kann ich wenig in diesem Land verändern. Wenn ich zum Beispiel einen Konzern in diesem Land besitze oder eine Bank in diesem Land besitze, da kann ich durch meine alleinige Entscheidung kann ich sehr viel bewirken. Es geht um die Veränderung der Welt. Es geht um die Veränderung der Welt, aber um die Veränderung des eigenen Ichs auch. Also es gibt Leute, die sind vielleicht nicht so spirituell, nicht so geistig, aber die haben einen sehr hohen Wirkungsgrad oder sehr großen Hebel, was die Realität anbetrifft. Und wenn sich dort 100, sage ich mal, heilige Yogis oder Priester befinden, die wo ständig beten, die wo ein riesiges Energiepotenzial haben, kann der eine, der wo gar nicht geistlich ist und irgendwie auch, nur schlechte Dinge macht in seinem Leben, hat er trotzdem ein größeres Energiepotenzial. Und dann sagt, wir machen die Steuern jetzt höher oder wir machen Zinsen höher oder sonstiges oder lässt irgendwie da irgendjemand reinmarschieren. Und dann sind sie sozusagen geliefert, weil wir von diesen Yogis oder Heiligen, von denen wir gesprochen haben, wir haben nur dieses eine Potenzial. Und der andere, der Bürgermeister, Chef von einer Firma oder sonstiges, der hat zwei Potenziale. Der hat dieses Kraftpotenzial, mit dem er wirken kann. Seine Armee sozusagen. Oder seine Armee von Beamten oder seine Armee von Soldaten.
Aber wir haben doch die stärkere Kraft eigentlich, weil wir doch auch Schlauheit haben. Ja, aber wir können sie nicht realisieren. Dieses andere Machtpotenzial für sich nutzt, um es zu überzeugen, die Welt zu verändern. Na klar, wenn du schaffst, auf so einem, ich nenne das mal Bürgermeister, so im übertragenen Sinne, wenn du schaffst, so einen Bürgermeister zu überzeugen, dass er flächendeckend etwas bewirkt, dann ist klar. Aber wie gesagt, man muss auf drei Ebenen, um jemanden zu schlagen, muss man auf allen drei Ebenen stärker sein als der andere. Und die Frage ist, will man das? Eins, zwei, auf beiden drei Ebenen. Und die Menschen sind nun mal so, dass sie mit dieser unteren Ebene schlecht arbeiten können. Weil das ist für sie die Hölle, der Schrecken und sowas. Man fürchtet sich eher davor. Ja. Man fürchtet sich davor, irgendwie in das Schwarze einzutauchen und dort seine Erfahrungen zu sammeln. Das ist so ein bisschen... Aber da braucht man eine bestimmte Reife und Stärke auch dazu, dass man da nicht ertrinkt sozusagen, dass man das für sich als Potenzial oder Instrument nutzt. Weil die meisten ertrinken da drin. Ja, ist ja auch cool. Das ist so. Ja, ja. Okay, verstanden. Gut. Gut. Und genau, dann muss man stärker auf allen drei Ebenen sein, stärker als der andere. Dann ist man irgendwie höher, dann hat man mehr Entscheidungs- und Willenspotenzial als der andere. Wenn ich hier 10 Einheiten habe, hier nur eine, dann hat der andere, der wie überall 2 hat, verstehst du, mit seinen 2 überall, kommt er gegen mich an und ich kann nichts gegen ihn ausmachen. So ein ganz blödes Beispiel, ich habe einen Türsteher, der hat 2 Türsteher, sozusagen. Auch wenn ich super hier, aha, verstehst okay. du. Mhm. Gut. Okay.